So, als allererstes mal einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu unserer heutigen Mittwochsveranstaltung. Thema des heutigen Abends, wie bereits angekündigt, Uniformen und Ausrüstung der Soldaten aus North Carolina. Wie bereits eingangs erwähnt, wir haben insgesamt 10 Regimenter hier in War of Rights vertreten aus North Carolina. Davon noch keine Kavallerie, noch eine Einheit der Artillerie, meines Wissens nach, und eben diese 10 Infanterieeinheiten. Wir haben jetzt hier uns im Endeffekt mal, Piper, du hüpfst bei mir so ein bisschen auf der Stelle. Ist das nur bei mir so oder? Ja, bei mir nicht. Okay, dann können wir es ignorieren. Wir haben uns hier im Endeffekt ein bisschen auf diese 10 Einheiten verteilt, denn auch wenn eine gewisse Einheitlichkeit überraschenderweise doch erkennbar ist, gibt es doch recht feine Unterschiede. Und ich möchte euch so viele Details wie möglich mitgeben, die ich im Endeffekt jetzt auf meinen Recherchen herausgefunden habe. Fangen wir vielleicht mal mit etwas recht Einfachem an. Und zwar, es gibt hier im Spiel in War of Rights verschiedene Charaktermodelle, beziehungsweise verschiedene Kleidungsmodelle. Das ist der bessere Begriff dafür. Und das lässt sich im Endeffekt in drei Kategorien oder in drei Kleidungsstücke einteilen, die eigentlich universell eingesetzt sind im Spiel. Ganz egal auf welcher Seite, ganz egal in welcher Einheit, es gibt eben diese drei Basismodelle. In der Realität gibt es von jeder dieser individuellen Modelle natürlich Abwandlungen. Konföderation hatte beispielsweise auch fast für jeden Bundesstaat ein eigenes Jackenmodell. Hier im Spiel, wie gesagt, Grundmodelle, die geben aber zumindest einen sehr guten Eindruck davon, wie dieses Kleidungsstück im Endeffekt ausgesehen hat. Und da fange ich im Endeffekt auch mal direkt bei mir an. Kleidungsstück, das auch sehr häufig bei Offizieren zu erkennen ist oder zu sehen ist. Gibt allerdings auch ein paar Einheiten, beziehungsweise auch First Sergeants hier, die das im Endeffekt auch tragen. Und das ist im Endeffekt ein Mantel, der sogenannte Frock Coat. Langer Darf ich mal ganz Mantel. kurz unterbrechen? Ja? Steht's nur du bei mir hinter den anderen, bei den Fahnen quasi? Nein, da stehe ich nicht mehr. Ich stehe hier vor eurem Halbkreis sozusagen. Ich meine, seht mich jeder Hm. andere? Bei mir Ja. stehst Ja. du Jo. hinterm Halbkreis. Okay, Vielleicht warte mal eine Runde kurz. laufen. Jetzt stehst du. Danke. Perfekt. Wo war ich? Ach ja, Frockcoat. Langer Mantel, knieweit und schützt relativ gut vor Wetter und Witterung. Also das ist, sag ich mal so, der Standardmantel, wie er auch bei der Union oft vorzufinden ist. Gibt allerdings natürlich Unterschiede beim Kragen. Wir haben jetzt hier im Endeffekt einen halbhohen Kragen. Es gibt da durchaus höhere, besonders auch bei den Unionsmodellen. Aber die Union hat tatsächlich auch noch mal eine deutlich größere Abwandlung an diesen individuellen Kleidungsstücken. Frockcoat, bisschen gehobeneres Kleidungsstück. Wie gesagt, NCOs, höhere NCOs, First Sergeants tragen es beispielsweise, Offiziere, wobei relativ selten die Lieutenants, also das ist wirklich ein Kleidungsstück, jetzt auch auf das Spiel hier bezogen, das findet man hauptsächlich bei den Captains oder eben bei verschiedenen Einheiten, die dann besondere Anwandlung für haben. Beispielsweise Second South Carolina kennt bestimmt jeder, das ist eine Einheit, da sind beispielsweise auch die Privates entsprechend ausgestattet worden mit diesen Mänteln. Allerdings sehr aufwendig in der Herstellung, vor allen Dingen auch saumäßig warm. Ihr müsst euch vorstellen, diese Kleidung, das geht jetzt auch allgemein, ist sehr häufig einfach aus Schafswolle gefertigt worden oder später in den Südstaaten aus einem Kombiprodukt aus Schafs- und Baumwolle, der sogenannten Jean Wool. Baumwolle oder Schafswolle ist sehr warm. In den USA ist es die meiste Zeit über tropisch, beziehungsweise in den Sommermonaten richtig hitzig. Das heißt, die Soldaten haben in manchen Kleidungsstücken echt wirklich Hitzschläge bekommen, auch im Marsch und auf den Gefechten. Wohingegen die Jean Wool, dieses Mischprodukt, tatsächlich luftdurchlässiger ist. Dafür hat es wiederum den Nachteil, dass
Regen oder Feuchtigkeit im Allgemeinen oder auch Kälte einfach deutlich effektiver durchgehen, weil das halt auch nicht so effizient und nicht so dicht gewebt ist. Also dieses Mischprodukt hat seine Vorteile, aber hauptsächlich eben auch Nachteile, besonders wenn es um Kälte und Feuchtigkeit geht. Und ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, jeder, der im Endeffekt schon mal einen Pulli getragen hat aus entsprechend dicker Wolle, stellt euch vor, ihr habt so einen kompletten Mantel wie hier zugeknöpft und seid dann im Endeffekt bei 30 Grad in der Sonne unterwegs, marschiert gegebenenfalls noch. Ich glaube, jeder kriegt eine sehr gute Vorstellung davon, wie hitzig das im Endeffekt wird. Und dass einen das nicht zu Schweißausbrüchen treiben kann, erklärt sich da, glaube ich, auch mit von selbst. Und wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, dann guckt ihr meine YouTube-Videos an. Da trage ich nämlich einen aus Schafswolle hergestellten Frockcoat und ihr seht, wie trotz offenem Fenster in Schottland im kältesten Winter mein Gesicht nach 2 Minuten fucking krebsrot wird. Hallo Lemuel. Hallöchen allesamt. So, wenn wir übrigens schon mal beim Offizier sind. Ich habe aus gutem Grund die 18. gewählt, nicht nur weil es unsere Einheit ist, sondern weil der Offizier der 18. oder die Offiziere der 18. tatsächlich auch ein paar Besonderheiten haben. Das größte oder das besonderste Detail ist tatsächlich, wo die Abzeichen angebracht sind. Und das betrifft hier hauptsächlich den Captain. Ich glaube, den First Lieutenant betrifft es genauso. Und den Second Lieutenant meine ich auch. Und zwar, Lemuel, Stelle ich komm doch mal mal zum bitte Vergleich kurz. neben dich, Genau. genau. Standardmäßig bei den Konföderierten, der ein oder andere weiß es vielleicht, die Abzeichen bei den Offizieren sind am Kragen angebracht. Gute Lemuel hier neben mir, ein Strich, Second Lieutenant, zwei Striche wären ein First Lieutenant und drei Striche wären ein Captain. Was direkt auffällt im Vergleich zu mir, ich habe natürlich den Captain, aber Shoulderboards, wie man es von Unionseinheiten kennt. Die 18. North Carolina ist tatsächlich die einzige North Carolina-Einheit, die wirklich konföderierte Kleidung hier im Spiel in War of Rights trägt und tatsächlich eben diese Shoulderboards hat. Deswegen, das ist schon mal eine Besonderheit, ist ein besonderer Punkt bei unserem Regiment. Und auf konföderierter Seite auch dahingehend einmalig, dass alle anderen Einheiten, die diese Shoulderboards tragen, tatsächlich auch entsprechende Beuteausrüstung haben. Also beispielsweise blaue Jacken oder Mäntel, auf denen eben noch solche Abzeichen, solche Shoulderboards angebracht sind. In der Kombination mit Grau und diesen Shoulderboards, das gibt es im Endeffekt nur bei uns. Und wenn wir schon bei den Details sind, ich komme mal vielleicht ein bisschen näher. Ich hoffe, man erkennt es einigermaßen. Die Shoulderboards sind nicht klassisch blau, also ein etwas helleres Blau ist bei der Union normalerweise vertreten für die reguläre Infanterie. Hier bei diesen Shoulderboards handelt es sich entweder um ein sehr dunkles Blau, wenn nicht vielleicht sogar schwarz. Und das erkennt man, oder es ist vielleicht auch markant an der Uniform, nämlich der Kragen und die Ärmelenden sind auch schwarz. Und das liegt daran, dass North Carolina sich dahingehend auch etwas unterscheidet, dass North Carolina als Truppenfarbe für die Infanterie nicht das Blau wie in vielen anderen oder fast allen anderen Bundesstaaten eingeführt hat, sondern standardmäßig schwarz. Das bedeutet, wenn wir jetzt beispielsweise auch mal hier die NCOs nach vorne bitten, den einen oder anderen, wenn ihr mal auf die Streifen auf den Ärmeln achtet, wir haben hier beispielsweise den guten Centurus als Sergeant Major, wir haben hier einmal den guten Herrn Richter als First Sergeant. Die Streifen auf den Uniformjacken sind schwarz. Vom Corporal angefangen. Heißt also, erster Unterschied für North Carolina: Infanterie hat eine andere Waffenfarbe als in den meisten anderen Bundesstaaten des Bürgerkrieges. Jetzt muss ich mal We are kurz gucken. special. Haben wir hier irgendeinen Private vielleicht sogar, der im Endeffekt Schwarzen die Schulterklappen hat. Streifen. Naja, ja genau, doch, Schulterklappen haben wir hier auch bei den NCOs, aber wir haben leider gerade keinen Private, der im Endeffekt die Hosenbeine Nee, entsprechend leider hat. nicht. Na doch, hier haben wir es. Wer ist das? Private Horido, bitte mal vortreten. Die NCOs, ihr könnt euch schon mal wieder auf Ah, Position tatsächlich, ja. begeben. Ja, sehr schön. Und er hat sogar die Shoulderboards, perfekte Kombination. Drehst dich vielleicht gleich, wenn ich erklärt habe, mal ein bisschen im Kreis, Horido. North Carolina Infanterie. Standardmäßig, ich habe gestern Abend noch ein sehr schönes Nachschlagewerk gefunden, nämlich die Regulations for Uniform, Dress and Equipments
auf The Volunteer in State Troops of North Carolina von 1861, oh, also im Endeffekt die Ausrüstungs- und Uniformierungsregularien zu Beginn des Krieges. Und der Standard für North Carolina sieht vor, dass alle Truppengattungen an der Hose, auch die Privates, entsprechend diese Bänder haben. Die farbigen Bänder, die seitlich über den Nähten wohlgemerkt, auch als Schutzvorrichtung oder Schutzvorkehrung, an den Hosenbeinen verlaufen. Und man erkennt es hier, glaube ich, an den Stellen, die nicht ganz so verdreckt sind, dass wir hier im Endeffekt diese schwarzen Stoffbänder haben an der Uniformhose. Das bedeutet, auch hier haben wir, meiner Meinung nach übrigens auch ein sehr schniekes, Symbol für die Truppengattungszugehörigkeit des jeweiligen Soldaten. Wenn Da wir schon sollte dabei man sind. direkt anmerken, dass sich North Carolina diesbezüglich komplett gegen die Regularien der konföderierten Regierung gestellt haben, wo man mal so erkennen kann, was der Nachteil an einer, naja, an so einer Regierungsform ist, da das eigentliche Regularium tatsächlich war für die Infanterie selbstverständlich, dass jede Mütze sowie jede Jacke mit einem blauen Trim, also mit blauen Aufschlägen sozusagen versehen sein sollte, genauso wie der generelle konföderierte Infanterist mit einem Frockcoat ausgestattet werden sollte. Und North Carolina hat sich da von Anfang an im Prinzip dagegen gestellt und eigentlich direkt angefangen, ja, mit Eigenproduktionen. Ja. Richtig. Das Thema Produktion ist wahrscheinlich auch mit die größte Besonderheit, denn North Carolina hat eine der stärksten, wenn nicht vielleicht sogar die stärkste Die Kleidungsproduktion stärkste. während des Bürgerkriegs auf Seiten der Südstaaten gehabt. Das heißt, North Carolina ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Bundesstaat, vielleicht abgesehen von Virginia, aber die haben auch viel importiert, der seine Truppen zu sehr großen Teilen und sogar fast vollständig auch mit einer recht hohen Einheitlichkeit selbst ausstatten konnte. Viele Bundesstaaten konnten das tatsächlich nicht, besonders auch Staaten, die sich das vom Material, von der Färbung, von der Filz oder von der Anzahl der Ausrüstungsgegenstände nicht leisten könnten. Wir gehen jetzt hier hauptsächlich in westliche oder auch südwestliche Richtung, was die Staaten angeht. Dahingehend ist North Carolina wirklich sehr gut aufgestellt, weil sie einfach eine sehr große Kleidungsproduktion gehabt haben. Gut. Waffenfarben, Markierungen. Man sieht es bei ihm jetzt, glaube ich, relativ schlecht, weil er eben auch noch eine Decke und ein Gurtzeug entsprechend um sich hat, aber er hat Shoulderboards. Wir haben hier, glaube ich, wenn wir zum Beispiel den guten Benjamin nochmal nach vorne bitten, guter Benjamin hier als Sergeant, ist aber zum Demonstrieren ausreichend. Ebenfalls Shoulderboards, ebenfalls in der Waffenfarbe gehalten, schwarz. Hätten wir jetzt hier beispielsweise einen Artilleristen vor uns, wären natürlich die Shoulderboards rot, die Beine wären in rot und natürlich auch die Abzeichen wären rot. Und bei der Kavallerie natürlich genau dasselbe, die wären gelb. Also daran kann man, wie gesagt, an drei verschiedenen Stellen Abzeichen, Shoulderboards, an den Hosenbeinen. Und im Optimalfall, ja doch, es ist erkenntlich, im Optimalfall, das ist aber abhängig vom jeweiligen Modell, auch an der Mütze, am Käppi erkennen, denn die sind gegebenenfalls eben auch nochmal mit einem farbigen Streifen unten überhalb des Schirms ausgestattet. In dem Fall haben wir hier hauptsächlich den schwarzen Lederriemen, den man sieht. Aber darüber könnte man gegebenenfalls die Waffenfarbe auch nochmal feststellen. So wie bei dir? So wie Ja, die bei mir zum Mütze? Beispiel. Genau, ja. Das wäre ja Ah, der stimmt, ich hab's ja. Standard, das wäre der Standard für die konföderierte Infanterie, generell in Blau. North Carolina hat da oben halt dieses Bändchen in Schwarz. Richtig. Gut. Was gibt es sonst noch zu sagen? Sonst müssen wir mal kurz gucken, ihr habt beide die gleiche. Nee, tatsächlich nicht. Gute Halletier auf der rechten Seite hat ein Kleidungsstück, das North Carolina zum Standard seiner Streitkräfte erklärt hat. Und jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich hier nichts Falsches sage im Beisein meines Mentors. Hierbei handelt es sich um eine Shell Jacket. Korrekt. Wunderbar. Also ihr könnt euch das, wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf, ich stelle mich jetzt einfach mal hier an diese Ende. Und jetzt von links nach rechts, von meiner Position aus gesehen, könnt ihr die Evolution der Uniform sehen, die auch zum gewissen Teile aus Ressourcenmangel durchgeführt wurde. Ihr habt bei mir das Beispiel eines Frockcoats, entweder mit einer einzelnen Knopfreihe, bei Offizieren auch häufiger mal mit zwei.
Abhängig vom Dienstgrad. Abhängig vom Dienstgrad und wie viel Geld der jeweilige Offizier in der Tasche hatte und das dann selbstständig einfach bezahlt hat, weil die Offiziere letzten Endes niemand wirklich überprüft, wie sie ihre Uniformen tatsächlich dann geschneidert lassen haben. Dann der sogenannte Sackcoat, der Fatigue-Blaus der Union, also das, was die Unionsblauen tragen, ähnlich ist. Was im Prinzip einfach, anstatt bis zu den Knien zu gehen, geht nur noch bis zur Hüfte, knapp darüber. Und dann das sehr viel feschere und ressourcensparendere Shell-Jacket-Komposit. Was tatsächlich ursprünglich, habe ich gestern mal gelesen, das war eigentlich nur für die Artilleristen gedacht. Ne? So kurze kleine Jäckchen, weil die sind sowieso dann mit der harten Arbeit beschäftigt, dass man die Kanonen lädt. Im 61er-Regularium ist es noch als Standard für alle Truppengattungen festgehalten. Faszinierend, siehst du, da sind sich die Kellen nicht mal richtig einig darüber. Ja, aber ihr seht, na, es geht sozusagen immer weiter, der Saum geht immer weiter hoch. Von den Knien auf die Hüfte und dann, ja, immer weiter hoch. Richtig. Weil man sagen muss, wahrscheinlich handelt es sich bei der Shell Jacket wahrscheinlich auch um das beste Kompromiss, denn die Dinger sind kürzer, das heißt, man hat im warmen Klima wahrscheinlich bessere Chancen damit umzugehen, wenn vielleicht auch trotzdem noch das Material entsprechend wärmedämmend ist. Aber man kann sich gegebenenfalls, sollte es kälter werden, dann wirklich noch mit einem zusätzlichen Mantel oder zumindest mit einer Decke schützen. Also eine Kompromisslösung stellt tatsächlich unser Kandidat hier in der Mitte dar. Aber North Carolina hat sich, wie gesagt, zu Beginn des Krieges dafür entschieden, eben diese Shell Jacket als Standard festzusetzen für alle Truppengattungen. Und besonders auf konföderierter Basis, natürlich auch in North Carolina, wurden dann im Laufe des Krieges unzählige Versionen dieser Jacken hergestellt. Man hat sich da wirklich an vielen Details aufgehalten, teilweise an der Anzahl der Taschen, an der Anzahl der Knöpfe, falls überhaupt vorhanden, etc. Die Konstruktion der Ärmel. Zum Beispiel, der genau. Kragen. Also es gibt alleine aus dem Richmond Depot, Virginia, gibt es offiziell 3 Muster. Dem offiziellen Columbus Pattern gibt es 2. Dann ein Commutation Jacket System, wo es gefühlt 1 Million verschiedene Varianten gibt. North Carolina hatte 2 dieser Varianten. Atlanta hatte sein eigenes Depot, also die ein eigenes Shell Jacket Muster letzten Endes dann fabriziert haben. Ein wahres Sammelsurium. Richtig. Also eine gewisse Einheitlichkeit ist gegeben. Wer vielleicht auch seinen Blick mal in die Runde schweifen lässt, der wird auch erkennen, es gibt natürlich diese 3 Modelle der Kleidungen, aber, wenn wir jetzt hier so in einem Halbkreis stehen, eine gewisse Einheitlichkeit ist, von der Farbe abgesehen, durchaus schon mal zu erkennen. Und um die Basics zumindest mal abzuschließen, die Kopfbedeckung, die hier unsere beiden Kandidaten haben, ist da, glaube ich, jedem bekannt. Na, wobei, lassen wir mal kurz gucken. Das eine ist ein Forage Cap, so wie es aussieht. Wir haben hier im Endeffekt das klassische Capi beim guten Hallett. Warum nur beim guten Hallett? Aus dem einfachen Grund, wir haben hier beim guten Horido, man sieht es vielleicht einigermaßen, eine etwas zusammengeknautschte Version, in dem Fall auch nach vorne. Dieses Modell nennt sich entweder Forage Cap oder in manchen Fällen auch Bummer, je nachdem. Ist im Endeffekt eine weniger fein gearbeitete Version, die man halt immer trägt, wenn man sie zur Verfügung hat. Lemuel schüttelt den Kopf. Ne, alles richtig, alles gut. Na, okay. Hat gerade so ausgesehen. Was North Carolina im Endeffekt hat, hauptsächlich, und das sieht man auch hier in der Runde, ist wirklich das Cappy nach französischem oder wahlweise österreichischem Vorbild. Konföderation hat sehr viel Inspiration bei ihren Uniformen aus diesen beiden Nationen gezogen. Man siehe es an den Uniformen bzw. an Abzeichen an den Kragen. Das gibt es in der Unionsarmee beispielsweise nicht oder auch in der amerikanischen. Also hier sind sehr viele ausländische Einflüsse auch zu erkennen. Es gibt auch zum Beispiel Theorien, dass das Shell Jacket oder dass die Shell Jacket tatsächlich eine Modifikation von den Zouaven-Jackets ist, die in der französisch-marokkanischen Armee oder den marokkanischen, algerischen Einheiten der französischen Armee getragen wurde. Bloß, dass man sie dann halt ein bisschen für den Kriegsschauplatz angebrachter modifiziert hat.
Gut, wenn wir hier gerade bei den Cappies sind, würde ich einmal ganz gerne den guten August Heinz nach vorne bitten, damit er sich hier mal in die Reihe der Probanden entsprechend einreihen kann. Denn, wenn ihr euch jetzt hier mal umguckt, wir haben drei unterschiedliche Farbkombinationen, was die Kopfbedeckungen angeht. Wir haben einmal natürlich Butternut. Butternut kann man am einfachsten beschreiben, ist ein Behelfsfarbstoff. Wenn man sich nichts anderes mehr leisten konnte oder nichts anderes mehr organisieren konnte, ist halt Butternut bei rausgekommen. Besonders bei vielen Einheiten, die aus den westlichen Staaten kommen, herrscht Butternut teilweise auch bei der ganzen Uniform vor. In dem Fall hier haben wir den guten Horridor mit seiner Forage Cap. Er hat im Endeffekt einfach eine Version bekommen, die nicht so fein gearbeitet wurde, die auch von der Farbe her nicht so viel Zuspruch bekommen hat. Und deswegen ist es eben Butternut geworden. Wobei man auch hier sagen muss, Möchte dazu Butternut noch. ist nur eine grobe Farbrichtung. Auch hier können sich wirklich Helligkeit und Dunkelheit der Farbe wirklich nochmal unterscheiden. Bitte, Lemuel. Vielleicht um das nochmal ein bisschen klarzustellen. Butternut als Farbton gab es tatsächlich auch, also in Fabriken hergestellt. Aber häufig kam dieser Butternut-Look tatsächlich auch einfach zustande, da die damaligen Uniformen mit Naturfarben häufig gefärbt wurden. Und die unter der Sonne halt nach und nach ausgebleicht sind. Ja, da hat man dann halt einfach einen Grauton, der dann sozusagen nach und nach in einen Braunton sich umwandelt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ja, die Was Zellstruktur da zerlegt wird. man, glaube ich, hier beim guten Herrn Rödel, beim guten Herrn Piper sehen kann, bei mindestens Ja. einem von beiden könnte es sich wirklich mal um ein graues Kleidungsstück gehandelt haben, wenn nicht sogar bei beiden. Genau. In der Mitte haben wir den guten Mr. Hallett. Klassisches Cappy, graue Farbe, nach konföderiertem Standard, eigentlich so, wie es sein sollte. Grau. Fesch. Fesch natürlich, ja, und grau. Jetzt kommen wir aber zum guten Private Heinz. Man erkennt, es ist ein bisschen bläulicher Farbton, aber es ist auch ein sehr dunkles Blau. Es könnte sogar auch, na, fast als schwarz durchgehen, wenn es nicht so hell wäre. Das ist tatsächlich der Standard, wie North Carolina ihn festgesetzt hat. Also entweder schwarz, wobei schwarz eben nicht immer zu 100% getroffen wurde, sehr dunkles Blau oder schwarz. Eben auch als die Farbe für die Kopfbedeckung, in dem Fall für das Cappy. Das ist eben auch der Standard, so wie North Carolina getragen hätte. Und man findet dieses Detail tatsächlich auch bei sehr vielen Virginia-Einheiten. Wobei man nicht immer sagen kann, handelt es sich dabei jetzt um Beutekopfbedeckungen oder ist das auch wirklich so gefertigt worden? Im Fall von North Carolina ist es so vor allen Dingen auch in diesem Farbton hergestellt worden. Das war also voll und ganz beabsichtigt. Kleines Detail vielleicht hierzu, zu den Farben. Wenn wir uns jetzt hier beispielsweise mal meine Person angucken oder den guten Lemuel, Farben sind bekannt, grau, ähnlich wie die restlichen Einheiten. Stabsoffiziere, also ab dem Major, sind nach den Regularien von North Carolina blau, in diesem sehr dunklen Blau, wenn nicht sogar diesem Schwarz gekleidet, und zwar die ganze Uniform. Also North Carolina hat hier wirklich eine farbliche Trennung zwischen Truppenoffizieren in den Einheiten und Stabsoffizieren. Haben wir hier natürlich im Spiel nicht vertreten, warum auch immer, aber das ist auf alle Fälle auch ein kleines Detail, das durchaus erwähnenswert ist.